Hallo zusammen und ein Willkommen zurück zu Rags to Riches. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Interchange. Und zwar möchte ich gerne die Quest von Ragman machen. Einmal die kompletten Geschäfte abrennen. Und wir müssen auch 25 Scavs killen. Hier möchte ich jetzt natürlich so viel mitnehmen, wie geht. Wir werden natürlich nicht alle in einem Raid schaffen, aber so fünf möchte ich mindestens mitnehmen. Ja, wir starten jetzt hier im Parkhaus. Theoretisch müssten ja auch ein paar Scavs rumwuseln. Ich renne jetzt hier einfach mal durch. Okay. Da sind tatsächlich welche. Ich weiß, dass du da bist. Wie wär's, wenn du rauskommst? Sehr gut, jetzt haben wir schon mal zwei. So, einmal nachladen. Ich glaube, ich habe ein ganzes Magazin auf den einen verballert. Da ist noch was. Okay, easy. Drei. Also meine fünf werde ich auf jeden Fall schaffen. So, dann gucken wir mal, was die Juten so dabei hatten. Red Cola. Gucken, ob hier was drin ist. Das ist leer. Jetzt können wir das hier wegtun. Ja, das war jetzt nichts Besonderes. Wie sieht's mit dir aus? Das sieht auch leer aus. Alles Klärchen. So, Kandidat Nummer 3. Ich glaube, da klaue ich mir das Visier. Ah, komm. Nehmen wir erstmal mit. Augmentin nehmen wir mit. Brauchen wir zum Herstellen von Medisets. Und alles klar. Nehmen wir sicherheitshalber mal Ibuprofen. Dann will ich mal gucken, wo hier die Party ist. Hier liegt leider auch nichts drin. So, Texo müsste hier rein. Nee, nicht Texo. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, was jetzt so drin ist.
Top Ranch. Da müssen wir rein. Dann gehen wir in Richtung Dinos. Hab jetzt keine Lust und keine Zeit. Ich gehe jetzt hier shoppen. Ups. Okay, das war's nicht. Auf jeden Fall Dinos. War das das hier noch? Nein. Ich meine, ich könnte es mir ja einfach machen und einfach mal meine Task gucken. Aber wenn ich eh schon hier bin. Okay, in Trends müssen wir auf jeden Fall. So, ich muss mal eben nachgucken. Welche das noch war. Das war auf jeden Fall Avocado und... Ach, Konstin. Genau. Konstin. Das war eher mittig, ne? Irgendwie ist das richtig komisch. Eine ganze Zeit hat man irgendwie Schüsse gehört. Und jetzt gar nichts. Als wäre ich allein auf der Map. Noch nicht mal ein Scav ist zu sehen. Hier ist Kostin. Davon können wir nur die Zündkerze gebrauchen. Hier liegt ein toter Skiff. Er ist jedenfalls Avocado. Dann haben wir die Quest jetzt schon mal durch. Ich glaube, wir müssen aber noch extracten. Ich guck mal ganz kurz nach. Wo ist sie denn? 83%? Ja. Okay, wir müssen noch extracten. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich noch ein paar Skeps auftreibe. Doch, da ist was. Jetzt haben wir 4. Der hat ein großes Rig an. Ich hatte auch ein paar gute Sachen dabei. Na, da nehme ich die mit. Ja, ist jetzt nicht die beste Muni. Aber ich kann die ja eh gleich nochmal wegschmeißen. Was soll's.
Oder ich verkaufe die später. Eine Granate. Hier ist noch einer. Dürfte ich das weg? Ich treffe ihn auch nicht. Ich muss eigentlich mal eben nachstecken. Und ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel Muni dabei. Okay, der ist einfach voll. Was hat er da drin? Okay. Wir nehmen die nicht mit. Das sind nur so ein paar Schuss. Und theoretisch dürfte ich die auch wieder am Affili-Markt kaufen können. Ich schau mal eben, ob ich hier ein paar Goldketten finde. Irgendwas Wertvolles. Bitcoins habe ich hier auch schon gefunden. Silberketten brauchen wir auch eh irgendwann. Haben wir gerade den Platz. Ich muss mal eben nachstecken. Irgendwo ist einer gespawnt. Die Goldkette, sehr nice. Haben wir noch eine? Nö. Ist hier gar nichts gespawnt? Oh, die Tasche habe ich übersehen. Okay, war nicht so schlimm, dass ich es übersehen habe. Wenn das Gap ist noch nicht zu sehen, dann gehen wir noch mal eben zu der Waffenkiste. Die ist voll. I like that. Eine AKM. Mal eben nachgucken. Okay, ich kann leider nichts davon zusammenstecken. Keine Batterie gespawnt. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, wo der Jutta sich hingehockt hat. Oh, er hustet schon? Ach, das ist bestimmt der eine, den ich angeschossen habe. Der müsste jetzt hier hinter sein, ne? Bin ich? Was ist denn los? Geht doch.
So, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp von der Muni. Dann nehmen wir mal hier alles mit. Das ist nice, das brauchen wir irgendwann für die Quest. Also bisher haben wir jetzt nicht so viel Loot-Glück. Keine Ahnung, wo der Airdrop hin ist. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich wollte gerade sagen, hier müsste irgendwo ein Scav sein. Den habe ich vorhin schon gesehen. Hattest du dabei? Okay. Nicht das, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall Munition, aber das ist jetzt die falsche, die dabei hat. Hä? Ach so, ich hatte schon Magazin gewechselt. Okay. Ach ja, genau. Da war ja das Kfz drinne, das brauchen wir ja nicht. Dann sind hier keine Scavs gerade zu sehen. Da war was. Könnte auch ein Spieler gewesen sein. Ist ein Spieler. Das ist ja schon ein Spieler-Scav. Also so defensiv wie das spielt, ist das bestimmt ein Spieler-Scav. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, okay. Da habe ich Glück gehabt, den Buch für die Granate. Habe ich ihn? Ja. Ich habe ihn erwischt. Aber es ist ein Spieler-Scav. Ich denke mal, der war alleine. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal extracten gehen.
Warte einen Moment. Wir sind doch hier auf der Seite gespawnt. Cheat. Gut, wir haben noch locker 17 Minuten. Das schaffen wir auf jeden Fall. Nur blöd, dass ich jetzt von der anderen Seite rausgerannt bin. Mit meiner bescheidenen Situation, was die Munition betrifft. Falsche Taste. Ich möchte gerne wissen, wie viele da noch drin sind. 5 Schuss. Ich schau mal eben, was der dabei hatte. Okay, den Wellenschlauch brauchen wir. Das nehmen wir mit, das. Paracord brauchen wir nicht, einen Schlüssel. Und den Nuts können wir mitnehmen. So, warte. Was hattest du geladen? PS. Okay, der hat die da oben hingepackt. Ich gehe jetzt erstmal weiter, bevor ich nachstecke. Stimmt, ich habe Geld dabei. Wir können auch den Auto-Extract nehmen, wenn der noch da ist. Oder wenn er überhaupt da ist. So, Moment. Das packen wir so hin. Entschuldigung. Das ist doch die richtige Muni. Jetzt. Muss jetzt erstmal reichen. Tja. Oh, hier liegt ein Spieler. Das ist aber nett. Und dass du für mich eine Waffe dabei hast, finde ich super. Du, ich lehne die mal kurz aus. Die Rüstung nehmen wir mit. Den Helm. Ach Mensch, das ist doch super. Finde ich wirklich nett von dir, dass du mir das alles mitgebracht hast. Da wollte wohl jemand auf Killerjagd gehen. Und Tracer hast du drin. Cool. Finde ich super. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Visier so zufrieden bin. Aber vorläufig muss das erstmal reichen. Ach, Skeff-Spieler. Ja, komm. Lass mal den in Ruhe, ne? Versteht kein Wort, was er sagt? Okay. Ich denke, das war jetzt das Schlauste von mir, so zu reagieren. Okay, die kommen jetzt auf jeden Fall weg. Nehmen wir die mit. Den Rucksack lassen wir da liegen, den mag ich nicht so gerne. Hier ist noch einer, den hat das schon leer gemacht. Alles klar. Ich glaube, das mit dem Auto-Extract, das wird nichts. Das sieht nicht so aus, als würde es da stehen. Dann gehen wir mal gucken, ob hier noch ein paar Skeffs stehen.
Sehr gut, jetzt haben wir noch zwei weitere. Ich denke, wir sind jetzt mit den Scav-Kills echt gut dabei. Okay, wir haben jetzt noch 9 Minuten 50. Also ab Richtung Extract. Dann nehmen wir nochmal eben meine Kiste mit. Ein Chali, den nehmen wir mit auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ja, Pistol, die passt noch. Ist die Hidden Stash auch da? Die ist nicht da. Dann schauen wir mal. Oh, fast 5000 EP und 10 Scav Kills. Sehr gut. Das ist schon mal eine starke Runde gewesen. Dann direkt einmal die Quest abgeben. Kriegen wir dafür eine neue? Leider nicht. Und holen einmal den fetten Rucksack ab, den wir nicht abholen können. Alles klar, das ist super. Wir rennen jetzt auf jeden Fall einmal durch und gucken, ob ein lila Dex gespawnt ist oder irgendwas anderes Wertvolles. Und dann begeben wir uns an die Quest. Ich muss noch 3 Scavs ohne Medizin killen. Und wir müssen noch mit der Jäger-Quest vorankommen. Da brauche ich halt Sniper noch auf Level 3. Ja, und dann muss ich halt nun mal jetzt ein bisschen Modin spielen. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Nachteil. Wodka? Das war's? Das ist aber enttäuschend. Okay, ich dachte, da wäre jemand, aber vielleicht ist hier noch was. Also entweder bin ich komplett blind oder ist einfach gar nichts gespawnt. Enttäuschend. Dann schauen wir halt, was wir hier so mitnehmen können. Die Milch nehmen wir mit. Und haben wir hier noch irgendwas in der Waffenkiste? Koffer. Der sieht so aus, als wäre er gut. Der ist nicht so. Die Waffe nehmen wir mit und die Schulterstütze. Das nicht. Das können wir mitnehmen. Die ist leider leer. Ist noch ein Waffenkoffer. Okay, weiter geht's. Also Scav-mäßig habe ich hier gerade gar kein Glück. Irgendwie ist keiner da. Boah, die sind schon alle dead. Das können wir mitnehmen. Da läuft was. Ist das ein Scav?
Keine Ahnung, was das war, aber meine Reaktionszeit war ja gerade richtig im Eimer. Da ist ein Spieler. Ich glaube, das war ein Spieler, ne? Ja. Alles klar. Dann direkt in die nächste Runde. So, noch eine Runde mit der Mosin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn diese Quest durch ist und ich Sniper Level 3 habe. Weil irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock auf diese Waffen. Zumal meine Schüsse auch irgendwie gerade gar nicht sitzen. Ich verkacke gerade alles. Den habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht getroffen. Ja, ich gehe mal näher ran. Vielleicht macht es das besser. Okay. Wozu braucht man Arme? Ey, du müsstest blind sein. Klar, jetzt sind auch noch beide Arme weg. Und so Arme zum Schießen wird völlig überbewertet. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt halt die Quest gefehlt, weil ich jetzt Medizin benutzt habe. Aber das bringt mir ja nichts mit Double Heavy Bleeding. Da falle ich gleich schneller um, als ich gucken kann. Gehen wir erstmal rein und guck mal, was hier so drinne ist. Ja, der wird wahrscheinlich irgendwo dahinter sein, wo ich ihn nicht sehen kann, irgendwie hinter dem Container. Oh, ich habe ihn tatsächlich getroffen. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ah, shit. Das war daneben. Ja, jetzt kommt er natürlich hier nicht vorbei. Okay, hier ist nichts mehr. Ist noch irgendwo keine Jacke. Stehen wir zu zweit. Ja, klar. War kein Kopf. Okay. Mein Fehler. Ich hätte schwören können, das war Kopf. Oh, nice. Brauchen wir für die Mechanik-Quest. Schade, dass man die hier nicht sehen kann. Warte, der läuft hier. Dann eben nicht. Dann loote ich noch ein bisschen. Никого.
kann ich vielleicht noch ein bisschen schlechter schießen. Super. Nachladen müsste man auch. Keine Ahnung, was gerade los ist. Er steht wahrscheinlich auch wieder direkt hinter dem Container. Den mal von seinem Leim erlösen. Wo ist der andere jetzt? Ach, da hinten. Das sind noch zwei. Oh Gott. Das ist fertig. Ich würde sagen, dann packen wir hier mal langsam ein. Nimm ein bisschen was mit. Damit es sich zumindest ein bisschen gelohnt hat. Und nehmen dann den Auto-Extract. Ich weiß es gar nicht, habe ich den jetzt gekillt oder nur? Oh. Gar nicht so richtig, wie ich mit dieser Waffe zielen soll. Die ist doof. Hier mal einmal reloaden. War ich eigentlich schon in den Schuppen drin? Okay, war ich noch nicht. Dann nehmen wir das hier auch noch mit. So. Machen wir mal voll das Ding hier. Was hast du geladen? Ich bin nicht sicher, ob das PS oder T ist. Welche PP ist das? Die. Dann sehen wir mal zu, dass wir rauskommen. Damit ich auch die Waffe wechseln kann. Okay, der ist down. Einmal ein Ishka. Ach Quatsch, das nützt mir eh nichts. Ist ja für die VPO. Kurzer Denkfehler. Dann gehe ich jetzt einmal den Auto-Extract aktivieren. Und gehe dann nochmal zurück zu den Kabinen. Ja, und schau einfach mal nach, ob da was Gutes gespawnt ist. Und dann können wir auch schon raus, ne? Der schreit da immer noch rum.
Wir geben jetzt einmal die Jägerquest ab. So, dann Part 5. Ja, Customs in der Nacht wird lustig. Und ja, dann werde ich jetzt die Mosin gegen die MPX wieder eintauschen. Und wir gehen dann wieder auf Skeff-Jagd. Ja, das ist jetzt hier nicht so optimal, dass es regnet. Dann sind wir jetzt hier beim Hören ziemlich eingeschränkt. Ich weiß es auch gar nicht. War nicht irgendwas? Das war knapp. Das Magazin war leer. Müssen wir eben abwarten, ob hier noch ein, ob er noch ein Mate dabei hat. Ja, es ist halt, ne, wenn es regnet, dann hört sich es immer so an, als wäre da was, aber in Wirklichkeit ist da nichts. Oder man denkt, okay, das ist der Regen, der ist nichts und da ist plötzlich doch einer. Ich gehe jetzt mal langsam vorbei. Und gehe mal eben den Weg hoch und check, ob da nicht doch einer noch hockt. Oder auf den Felsen drauf. Also ich denke, der hätte mich schon längst jetzt angeschossen, jetzt wo ich an der Leiche vorbeigegangen bin, aber Safety first. So, der war alleine. Würde ich jetzt behaupten. Dann denke ich, dass das jetzt gut ist, dass ich ihn looten kann. Ich hätte gerne die Weste, und zwar angezogen. Wie mache ich das denn jetzt? Komm, ich schmeiß die jetzt hier einfach weg. Ciao. Passt. Ja, jetzt wird es doller regnen. Ja, und irgendwie habe ich wieder kein Glück mit Skeffs. Auch wieder keiner gespawnt. Dann werde ich jetzt einfach den Loot und die EP rausbringen und resetten. Hier ist auch niemand. Und ich hoffe, nächste Runde hört es auch zu regnen. Damit ihr mich versteht. Das ist einfach saulaut. Und auch für mich selber, damit ich hier wieder was hören kann. Ja, immerhin knappe 900 EP rausgebracht. Mit dem PMC-Kill ist das in Ordnung. Weil wir haben jetzt natürlich auch nichts gelootet. Dann werde ich den PMC jetzt hier nochmal fit machen. Und dann machen wir noch eine Runde. Ja. Dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Skeffs finden. Ich habe mein Magazin gedroppt. Nice. Wo haben wir es denn? Da. Und es hat natürlich leider nicht aufgehört zu regnen. Warum auch? Auch wieder niemanden zu sehen an Skeffs. Doch, da läuft was.
Ja, den müsste ich theoretisch haben. Ich hoffe, dass hier diesmal Skeps gespawnt sind, damit wir jetzt nicht ganz umsonst lang gehen. Bis jetzt sieht man noch nichts. Burn kann ich mir eigentlich ersparen, man hört ja eh nichts. Beschossen? Von wo? Ich hab's nicht gesehen. Viel zu spät gesehen. Ja. GG's. Aber hey, ich hab zumindest den Skeff gekillt, wo ich mir nicht so sicher war. So, ich würde jetzt aber sagen, ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.